Eine Burg im Schwabenland ist die Wiege einer mächtigen Dynastie. Ja, genau. Prinz von Preußen ist der Name. Und es gibt immer noch Menschen, die sich freuen, dass es noch so ein Fossil aus dieser alten Zeit gibt. Er ist ihr Superstar, Friedrich der Große. Er macht Preußen zur Großmacht und wird selbst zum Mythos. Bis heute leben die Nachfahren in seinem Schatten. Die Besonderheit bei mir ist, dass Preußen eben auch noch Familie ist. Und ja, wir als Familie sind nach wie vor durchaus lebendig. Glanz und Elend einer Dynastie, die bis heute fasziniert und provoziert. Sowas galt hierzulande längst als abgehakt. Eine royale Hochzeit. 100 Jahre nach dem Ende der Monarchie. Jede Menge Blaublüter und Hüte wie in Ascot. Preußen-Fans und Presseleute, die um die besten Plätze rangeln. Und mittendrin ein Prinz und eine Prinzessin, denen der Trubel selbst nicht ganz geheuer ist. Die Aufmerksamkeit, die um unsere Hochzeit rum stattfand, hat uns selber etwas überrascht. Aber das war für uns beide, da kann ich auch für meine Frau sprechen, der schönste Tag im Leben und wirklich ein ganz besonderer Tag. Und den teilt man dann auch gerne mit anderen Leuten und dann auch unabhängig, wie viele es sind. 4 Stunden sendet das Fernsehen live aus Potsdam. Die Friedenskirche belagert. Die Hochzeit von Georg Friedrich, Prinz von Preußen und Sophie, Prinzessin von Isenburg, im August 2011 zahlt sich für den Sender aus. 18% Marktanteil. Eine Traumquote. Für die Medien sind natürlich dynastische Heiraten interessant. Das hängt mit dem, was man dem Liebeszauber der Monarchie oder der Dynastie nennen könnte. Das gibt es auch in anderen Ländern, wo Monarchen sind. Da ist vielleicht auch eine gewisse, sage ich jetzt aus englischer Perspektive, eine gewisse Queen Envy, also Königin Neid, zu verzeichnen. Königin Neid. Und das nach 4 Generationen Entwöhnung. 100 Jahre ist es her, dass die letzte große königliche Hochzeit auf deutschem Boden stattfand. Damals, als der Kaiser noch regierte. Sein Ur-Urgroßvater. Im Mai 1913 heiratet Prinzessin Victoria Luise, die einzige Tochter Wilhelms II. Zum Fest empfängt der Kaiser illustre Gäste. Der englische König Georg V. ist nach Berlin gekommen. Er ist ein Vetter Wilhelms, ebenso wie ein anderer Hochzeitsgast, Zar Nikolaus II. Von Russland. Das Besondere an der Hochzeit war die Prachtentfaltung des kaiserlichen Hofes, aber auch die Hochzeitsgäste. Der Umstand, dass eben diese 3 Monarchen, die ja doch ein Viertel des Erdreiches mit ihren Reichen bedeckten, dass die sich getroffen haben. Zu einer privaten Familienfeier zwar, aber sie gehörten ja zu den Großmächten Europas. Und dadurch hatte das einen ganz besonderen Stellenwert, dieser Besuch in Berlin. Höhepunkt der 3-tägigen Feier ist das Gala-Diner im Berliner Stadtschloss, der alten Residenz der Preußen-Dynastie. Geladen sind über 1000 Gäste. Die Festtafel zum 100-jährigen Jubiläum der Hochzeit detailgenau rekonstruiert. Sie spiegelt Reichtum und Machtanspruch der kaiserlichen Brautfamilie. Europas letztes Rendezvous vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Die drei Monarchen, die hier zusammen tafeln, werden sich ein Jahr später bekriegen. Und auch er wird am Ende den Thron verlieren. Kaiser Wilhelm der Letzte wird er dafür verspottet. Die Geschichte seiner Familie, der Hohenzollern, beginnt vor fast 1000 Jahren fern von Berlin, im Schwabenland. In der Burg Hohenzollern ist der Stammbaum der Dynastie genau dokumentiert. Der Stammvater, ein gewisser Burchard von Zollern, von Feinden erschlagen im Jahre 1061. Über die Jahrhunderte werden aus den Grafen von Zollern die Kurfürsten von Brandenburg und schließlich die Könige von Preußen. Ein Titel, der mehr verspricht als er hält. Denn beim Tod des ersten Königs 1713 ist Preußen nur eine Mittelmacht, ein Flickenteppich im Zentrum Europas. Seinem Sohn hinterlässt der erste Preußenkönig einen klangvollen Titel, einen prunkvollen Hofstaat und leere Kassen. Der Nachfolger will alles anders machen. Noch am Totenbett seines Vaters lässt sich Friedrich Wilhelm I. die Haushaltsbücher bringen. Mein Vater fand Freude an prächtigen Gebäuden. Juwelen, Silber, Gold. Erlauben Sie, dass ich auch mein Vergnügen habe, das hauptsächlich in einer Menge guter Soldaten besteht. Als der erste Preußenkönig stirbt, streicht Friedrich Wilhelm I. das ganze höfische Staatsbudget. Die Chocolatiers werden gefeuert, die Kastrati müssen weg. Der Zeremonienmeister sieht sein ganzes Lebenswerk im Nu vernichtet und muss nach Dresden. Es wird die ganze barocke höfische Kultur des Vorgängers zunichte gemacht. Von den vielen Schlössern seines Vaters behält Friedrich Wilhelm I. nur wenige. Aus dem Lustgarten in Potsdam macht er ein Exerzierfeld. Das Hofpersonal wird radikal reduziert. Der König, ein Sparteufel und Workaholic. Er gilt als der erste echte Preuße. Ja, dieser König ist mit Recht als der innere Gründer Preußens beschrieben worden. Er verkörpert auch das, was man später die preußischen Tugenden nennen wird. Fleiß, Sparsamkeit, Redlichkeit. Er arbeitet unglaublich viel. Er zieht immer einen alten Offiziersrock an. Der ganze höfische Glanz, den nimmt es nicht mehr. Kunst und Luxus bedeuten dem König wenig. Das kostbare Bernsteinzimmer, das sein Vater für das Berliner Stadtschloss anfertigen ließ, schenkt er dem russischen Zaren Peter den Großen. Im Austausch für die goldene Pracht erhält er aus Russland etwas für ihn viel Wertvolleres: Soldaten mit Gardemaß. Zu klein. Sie sind die große Schwäche des kleinen Königs, seiner langen Kerls. Soldaten größer als 1,88. Er gefällt mir. Überall in Europa lässt er sie anwerben und er bezahlt fürstlich. Soldatenkönig wird er genannt. Wenn er brav ist, soll er es gut haben. Seine Vorliebe hat militärische Gründe, angeblich. Große Soldaten können die langen Vorderladergewehre besser bedienen. Ganz Europa schmunzelt über den Spleen des Königs. 80% der Staatseinnahmen steckt der Monarch in das Militär. Am Ende seiner Regierungszeit untersteht ihm die viertgrößte Armee Europas. Nur einer hört nicht auf sein Kommando. Sein ältester Sohn Friedrich, der Kronprinz. Friedrich spielt lieber Flöte als Krieg. Mit Gewalt will ihn der Vater nach seinem Willen formen.
Der war ihm zu weichlich, der hatte völlig andere Interessen. Das war ein Schöngeist schon in sehr früher Jugend. Und das war alles natürlich total konträr zu dem, was er sich so für einen Nachfolger vorgestellt hatte. Und er hat ja dann auch mit Brachialgewalt versucht, also ihm das auszutreiben. Als Friedrich 18 Jahre alt ist, kommt es zum Bruch zwischen Vater und Sohn. Friedrich will mit seinem Freund Hans von Katte nach England fliehen. Doch er wird verraten, verhaftet und eingesperrt. Der König will ein Exempel statuieren. Er lässt Katte als Deserteur hinrichten, vor den Augen seines Sohnes. Eine wohlkalkulierte Grausamkeit. Sicherlich wollte er ihn auch mit dieser ganzen Inszenierung brechen, um ihn dann entsprechend aus dem Verkehr ziehen zu können. Das war ja damals gar nicht so unüblich. Und dann wäre eben der Nächste dran gekommen. Den mochte er sowieso viel lieber, den Prinzen August Wilhelm. Nicht? Aber er hat das nicht geschafft, ihn zu brechen, im Gegenteil. Scheinbar geläutert unterwirft Friedrich sich dem Diktat des Vaters. Der schickt ihn als Befehlshaber eines Regiments in die märkische Provinz nach Ruppin. Friedrich soll sich bewähren. In einem Park lässt sich der Prinz einen Musentempel errichten, trifft dort abends seine Offiziere. Der Vater aber will noch mehr. Friedrich soll heiraten, Elisabeth Christine von Braunschweig. Noch einmal fügt sich Friedrich. An seine Schwester Wilhelmine schreibt er, auf Französisch, der Sprache, die er zeitlebens dem Deutschen vorzieht. Meine geliebte Schwester, der König setzt mir wegen meiner Heirat zu. Ich liebe die Prinzessin nicht. Im Gegenteil, ich hege Abneigung gegen sie und unsere Ehe wird nicht viel taugen. Denn zwischen uns kann es weder Freundschaft noch Übereinstimmung geben. Die Ehe bleibt lieb und kinderlos. Schon Zeitgenossen mutmaßen, der designierte König fühle sich eher zu Männern hingezogen. Ob dieser König Geschlechtsverkehr gehabt hat und mit wem, bleibt uns ein Rätsel. Er hat keine Sex-Diaries oder sowas aufgeschrieben. Er war auf jeden Fall in seinen Neigungen, in seinen Gefühlen, in seinen inneren Neigungen homosexuell. Dafür spricht eine solche Masse an Beweismaterial, dass es kaum widerlegbar ist. 1740 wird Friedrich König und überrascht die Welt. Sein Vater hat die Armee aufgebaut, er setzt sie ein. Preußen soll Großmacht werden. Auf geht's. Friedrich marschiert in Schlesien ein und annektiert das Land. Ein brutaler Eroberungskrieg, mit dem er Preußen fast ruiniert. Der Einmarsch in Schlesien im Dezember 1740 ist natürlich für ganz Europa ein Schock. Das hatte man von diesem Mann nicht erwartet. Sollte man Friedrich als einen Kriegskönig sehen? Ja, aber bedingt. Dazu müsste man sagen, dass Friedrichs Herrscherzeit eigentlich in zwei Teile zerfällt. Es ist die erste Hälfte, die mit Krieg beschäftigt ist. In der zweiten Hälfte, da haben wir es mit einer langen Friedenszeit zu tun, wo der König sich überhaupt nicht um Krieg kümmert, sondern eher um die Konsolidierung dessen, was Preußen schon gewonnen hat. Im Krieg erweist er sich als genialer Feldherr, der Schlesien gegen drei Großmächte behauptet. Nicht nur dafür erhält er den Beinamen der Große. Auch im Frieden glänzt der König auf vielen Gebieten. In dem von ihm gebauten Schloss Sanssouci in Potsdam umgibt er sich mit Künstlern und Philosophen. Er komponiert Flötenkonzerte, die noch heute aufgeführt werden. Er schafft die Folter ab und steht für Religionsfreiheit. Jeder solle nach seiner Fasson glücklich werden.
Doch persönlich bleibt der Monarch einsam. Am meisten liebt er seine Hunde, die Windspiele. In seinem Testament bestimmt er, er wolle neben ihnen begraben werden. Vom Friedrich Groß kommt auch der Ausspruch, ein Tier hat die Eigenschaften wie ein Mensch, nur ohne die schlechten Seiten. Und deswegen passt es auch, dass er sich auf den Stufen von Sanssouci, dass er eben neben seinen Hunden beerdigt werden wollte und nicht in einer Fürstengruft. Ja. Richtig populär wird der alte Fritz indes erst nach seinem Tod, dann aber richtig. Friedrich ist Kult und lässt sich gut vermarkten. Ein Dandy auf dem Königsthron. Auch die Burg Hohenzollern, bis heute im Familienbesitz, profitiert vom alten Fritz, obwohl der nie hier war. Chillen mit Friedrich, eine besondere Attraktion in lauen Sommernächten. Das Lichtspektakel bringt Geld, das für den Erhalt der Burg dringend benötigt wird. Die Burg Hohenzollern ist auch ein Tourismusbetrieb mit etwa 300.000 Besuchern im Jahr. Die Burg selber stellt einen der beliebtesten deutschen Ausflugsziele dar, ist aber auch anerkannt national wertvolles Kulturerbe. Und da ist es natürlich für mich persönlich auch ein wichtiges Bestreben, zum einen dieses Erbe zu erhalten, aber eben auch im Sinne der Familie weiterzuführen und jetzt nicht beispielsweise ein Preußen-Disneyland draus zu machen. 2011 feiern die Hohenzollern hier ihr 950-jähriges Jubiläum. Es gibt zwei Linien, die Prinzen von Hohenzollern und die Prinzen von Preußen. Prinz Georg Friedrich ist Oberhaupt der preußischen Linie und damit Nachfolger des letzten Kaisers. Kein leichtes Amt in modernen Zeiten. Es ist schon eine gewisse Schere da, die auch immer weiter auseinandergeht zwischen der heutigen Zeit, uns als Familie in der heutigen Zeit und dem, was man so gemeinhin als Erbe Preußens versteht. Und da hoffe ich einfach, dass meine Kinder in der Lage sein werden, auch damit zurechtzukommen. Seit 2012 hat er zwei Söhne, Zwillinge. Fotos gibt es keine. Sie sollen behütet aufwachsen wie der Prinz selbst. Seine Kindheit verbrachte er nicht in einem Schloss, sondern in einem Einfamilienhaus in Fischerhude, einem kleinen Ort bei Bremen. Eine Idylle, die überschattet ist. Als der Prinz ein Jahr alt ist, stirbt sein Vater bei einer Bundeswehrübung. Georg Friedrichs Schwester kommt, ein halbes Jahr nach dem Tod des Vaters, mit einer Behinderung zur Welt. Eine schwere Zeit für die Familie. Großvater Louis Ferdinand von Preußen kümmert sich um den Halbwaisen, der einmal sein Nachfolger werden soll. Als Louis Ferdinand 1994 stirbt, wird Georg Friedrich mit nur 18 Jahren neuer Chef des Hauses Preußen. Eine Rolle, der er gerecht wird, wie sein Cousin findet. Ich fühle mich von ihm bestens vertreten und freue mich darüber. Also es ist ja auch nicht so einfach für ihn, in die Rolle reinzuwachsen. Und finde das eine tolle Leistung, dass die Familie eben so wahrgenommen wird und eben auch darauf Wert gelegt wird, dass bei solchen Veranstaltungen, die mit preußischer Geschichte zu tun haben, die Familie eben noch eine Rolle spielt. Ein Modell des wiedererstehenden Berliner Stadtschlosses, präsentiert von Georg Friedrich und seiner Frau Sophie im Legoland. Auch bei der Grundsteinlegung für das echte Schloss 2013 sind sie dabei. Jahre nach ihrer Zerstörung entsteht die alte Residenz der Preußenherrscher neu.
mit Originalfassade und historischer Kuppel. Berlin soll seine historische Mitte wiederbekommen. Eine umstrittene Entscheidung, auch wenn hier keine Herrscher, sondern Museen und Bibliotheken einziehen werden. Denn das Gebäude ist ein Bekenntnis zum Erbe Preußens. Seine Herrscher führten hier ein Leben voller Privilegien, auch wenn diese ihren Preis hatten. Von jung an auf Herrscher getrimmt zu werden und seine Schwächen zu verbergen. Dem späteren Kaiser Wilhelm II. Fällt dies besonders schwer. Durch einen Geburtsfehler ist sein linker Arm gelähmt. Dafür hat sich natürlich Vicky, also die Mutter Wilhelms II., geschämt, Zeit ihres Lebens. Und hat gesagt, um Gottes Willen, ich habe kein gesundes Kind geboren. Er ist der Thronfolger, auch noch was ganz Besonderes, eine herausragende Stellung dadurch. Er hat dann versucht, natürlich diesen Arm irgendwie mit Leben zu, also ins Leben zu bringen und hat dann die verrücktesten Dinge gemacht. Eine Streckmaschine soll das Wachstum des Armes befördern, Elektroschocks ihn wiederbeleben. Der junge Prinz muss viel ertragen. Der hatte einen Prinzenerzieher, Hinz Peter, der ihm das Reiten beibrachte, obwohl er diesen behinderten Arm hatte und immer wieder vom Pferd fiel, musste immer wieder aufs Pferd steigen, hat geweint und geschrien und gebrüllt, aber es half alles nichts. Er musste reiten lernen, er musste perfekt sein, er ist der oberste Kriegsherr eines Tages. Wilhelm ist 12, als Otto von Bismarck, preußischer Ministerpräsident und erster Reichskanzler, die Deutschen unter preußischer Führung eint, in Kriegen gegen Österreich und Frankreich. ...1871 wird Wilhelms Großvater zum deutschen Kaiser ausgerufen. Einst regierten die Hohenzollern über einen Flickenteppich. Nun sind sie Herrscher einer Großmacht. Mit nur 29 Jahren besteigt Wilhelm den Thron seiner Vorfahren. Seine Schwächen hat er zu überspielen gelernt, mit kleinen Hilfen seiner Umgebung. Wenn er jagt, wird ihm das Wild vor die Flinte getrieben. Der Hohenzollernkaiser will, dass Deutschland Weltmacht wird. Das Reich ist nach den USA die stärkste Industrienation. Der Monarch regiert noch immer von Gottes Gnaden und ist dennoch fortschrittbegeistert. Ein Technikfreak. Dieser Kaiser war hochmodern. Er liebte schnelle Autos, schnelle Yachten, er liebte neue Maschinen, die Telegrafie. Das hat ihn alles fasziniert. Es war ein Mann, der mit seiner Energie, mit seiner Rastlosigkeit, Ruhelosigkeit, Unentschlossenheit den Geist seines Zeitalters verkörpert hat. Eine Zeit im Umbruch. Noch gilt das Militär als Schule der Nation. Die Uniform macht den Mann. Der Kaiser treibt es auf die Spitze. Bis zu 5-mal täglich wechselt er sein Outfit. Darüber machen sich selbst Zeitgenossen lustig. Bei aller Militärbegeisterung, beim 25-jährigen Regierungsjubiläum 1913 feiert man Wilhelm II. Als Friedenskaiser. Wenn Wilhelm II. Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gestorben wäre, dann hätten wir ein ganz anderes Bild von ihm, als wir jetzt tatsächlich haben. Ein Jahr später sieht die Welt anders aus. Die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers in Sarajevo durch einen serbischen Nationalisten führt die europäischen Großmächte an den Rand eines Krieges. Österreich fordert Vergeltung für das Attentat. In seiner Potsdamer Sommerresidenz, dem Neuen Palais, trifft Kaiser Wilhelm eine folgenschwere Entscheidung. Er unterstützt den harten Kurs der Österreicher. Mit den Serben müsse abgerechnet werden, jetzt oder nie. Er steht hinter Österreichs Kaiser Franz Josef. Indem er den Österreichern versprochen hat, dass die Deutschen Österreich beistehen würden im Falle einer russischen Intervention in den Serbienkrieg,
hat er natürlich einen bedeutenden Teil der Verantwortung für den Ausbruch des Krieges auf sich gezogen. Er war natürlich nicht der Einzige, der das Risiko eines Krieges auf sich genommen hat, aber das war schon ein wichtiger Schritt in die Richtung einer Eskalation. Allerdings haben alle, die an dieser Entscheidung beteiligt waren, gemeint, die Russen würden nicht intervenieren. Ein folgenschwerer Irrtum. Als es doch zum Krieg kommt, weist der Kaiser alle Schuld von sich. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterland. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Sie kostet 20 Millionen Menschen das Leben und den Kaiser den Thron. Nach der Niederlage flüchtet Wilhelm am 9. November 1918 ins niederländische Exil. Da hat er eine fast 900-jährige Regierungszeit innerhalb von 30 Jahren zunichte gemacht. Das tut einem irgendwie weh, wenn man das über einen Vorfahren sagen muss. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man das wohl so sehen. In den Niederlanden gönnt sich der Ex-Monarch ein Wasserschloss, Haus Dorn. Die Republik hat ihm dafür großzügig die Mittel überwiesen. Wie früher wild, erlegt er jetzt Bäume. 1200 im ersten Jahr und hadert mit seinem Schicksal. Das ist nicht ein Mann, der sich dann hinsetzt und sagt, ich bin gescheitert, ich habe falsch gehandelt, ich hätte dies und das machen müssen und so weiter. Sondern er gibt allen anderen die Schuld, nicht? Es sind die Militärs. Die Katholiken sind alles Verräter. Die Engländer, die sind die Schlimmsten. Die Juden, die Polen, die Russen. Also überall findet er Schuldige, die sozusagen an seinem Fall sich verschuldet haben. Nur bei sich selbst findet er keinen Grund zur Kritik. Und das ist wirklich verheerend. Mit seiner zweiten Frau Hermine fühlt sich der Ex-Monarch ausrangiert. Auf dem Abstellgleis der Geschichte. Trost und Abwechslung bringen Familienbesuche aus der Heimat. Der Kronprinz und seine Familie leben im Reich, das jetzt eine Republik ist. Die Hoffnung der Monarchisten richtet sich längst nicht mehr auf den Kaiser, sondern auf dessen ältesten Enkel. Prinz Wilhelm genießt in der Bevölkerung große Sympathie. Er wurde eben seit 1906, als er geboren wurde, vom Hof aufgebaut, eben auch als Medienstar durch Postkarten, Filmausschnitte, also Illustrierten. Und er wurde sehr, sehr in die Öffentlichkeit gepusht. Und er war eben sehr soldatisch, sehr bescheiden, sehr zurückgenommen. Und genau das sind alles Charaktereigenschaften, die ja die Menschen Deutschlands damals liebten und auch kannten. Und dadurch nahm er so eine herausgehobene Stellung ein. Das macht sich ein Betrüger zunutze. Der baltendeutsche Harry Domela ist gerade ohne Geld und Arbeit und logiert doch in einem Luxushotel in Erfurt. Der Hoteldirektor sieht in ihm einen anderen. Aber mein Lieber, für wen halten Sie mich denn? Für seine königliche Hochheit Prinz Wilhelm von Preußen. Hier, mein Lieber. Aber das bleibt unter uns, verstanden? Selbstverständlich. Offiziell bin und bleibe ich Baron Korff. Selbstverständlich, Königin. Selbstverständlich. Doch die Kunde vom ältesten Kaiserenkel macht schnell die Runde. Noch immer trauern große Teile des Bürgertums der Monarchie hinterher. Erst nach Wochen fliegt der Schwindel auf. Plötzlich kamen also riesige Rechnungen an die Hofkammer. Und die Herren der Hofkammer sagten natürlich gar nichts und beglichen diese Rechnungen, waren aber etwas erstaunt, dass Prinz Wilhelm, der also nicht dafür bekannt war, in Luxushotels abzusteigen und Kaviar und Hummer zu essen, dafür war er eigentlich nicht bekannt.
Und schließlich wurde dann mal bescheiden nachgefragt, ach, Kujot und so. Und mein Vater fiel natürlich aus allen Wolken. Und da stellte sich raus, dass dieser Domela, der angeblich also meinem Vater sehr ähnlich war, der sich auf Kosten dieses Rufes überall gut gehen ließ. Mein Vater hat sich darüber amüsiert, war natürlich empört, dass man ihn für so verschwenderisch hielt. Der falsche Prinz geht dafür 7 Monate ins Gefängnis und schreibt dort einen Bestseller. Der echte Prinz hat andere Probleme. Er will heiraten, braucht dafür aber die Erlaubnis des Großvaters aus Dorn. Der Kaiser verbot es ihm, weil man musste eben als Thronfolger oder als aus einem königlichen Haus stammend, musste eben die Partnerin auch aus einem ehemaligen Regierenden oder königlichem Hause stammen. Das tat eine Mutter nicht. Also gut, mein Vater gehorchte zunächst, war also etwas eingeschüchtert, weil der Kaiser wohl noch sehr einschüchternd war. Aber dabei blieb es nicht, sonst würde ich ja hier nicht sitzen. 1933 hat er dann gesagt, ich heirate, ob es dem Großpapa passt oder nicht. Der alte Kaiser tobt. Die Familie darf an der Hochzeit nicht teilnehmen. Prinz Wilhelm muss auf sein Erstgeborenenrecht verzichten. Noch hat er ihn nicht begraben, den Traum von der Rückkehr auf den Thron. Die Weimarer Republik steckt in der Krise. Der Kaiser wittert seine historische Chance. Im Mai 1932 erhält er Besuch aus Berlin. Auf der Suche nach Bündnispartnern ist er nicht wählerisch. Hermann Göring, Hitlers Vertrauter. Die Nationalsozialisten stehen kurz davor, stärkste Partei im Reich zu werden. Der Ex-Kaiser will sie für sich einspannen. Nur die Monarchen können das deutsche Volk regieren. Ja, sie verstehen ihr Handwerk. Sie können das Regierungsamt wieder übernehmen. Sie sind dafür geboren. Und ihr ganzes Leben dazu erzogen. Euer Majestät, können davon ausgehen, dass sich im Reich bald viel ändern wird. Und es wurde natürlich auch angesprochen, das Thema Wiedereinführung der Monarchie. Und Göring hat gesagt, ja, er könnte sich es vorstellen, aber nur eben, dass man den Kaiser wieder, das Kaiserreich wiederherstellt, aber nicht die Bundesfürsten zurückruft, aber den Kaiser schon. Natürlich war Wilhelm II. Da schon sehr geschmeichelt. Er hat immer gehofft, wieder auf den Thron zurückzukommen. Und tatsächlich, einen Moment lang scheint es, als könne der kaiserliche Wunsch in Erfüllung gehen. Knapp 2 Monate nach Hitlers Machtergreifung inszenieren die neuen Machthaber ihre Verbundenheit mit dem alten Preußen. Der Tag von Potsdam. Reichskanzler Hitler huldigt Reichspräsident Hindenburg, einem ehemaligen kaiserlichen Feldmarschall. Unter den Ehrengästen der Kronprinz. Doch er ist nur noch Staffage und das Spektakel Augenwischerei. Das neue Deutschland wird ein Führerstaat. Hitler hat den Monarchismus und die monarchische Bewegung überhaupt nicht geduldet, sondern sie wurde vollkommen ausgelöscht. Es durften keine kaiserlichen Insignien, keine kaiserlichen Porträts und so weiter öffentlich gezeigt werden. Das wurde alles ausgelöscht. Führerkult und Monarchie vertragen sich nicht. Hitler duldet niemanden über sich. Im Dritten Reich wird die Kaiserfamilie nicht verfolgt, aber kaltgestellt. Bei Kriegsausbruch 1939 wird auch Kaiserenkel Prinz Wilhelm eingezogen. Mein Vater ging erst nach Polen und dann eben nach Frankreich, entsetzlicherweise, als Kompaniechef. Er ging in den Krieg auf einem weißen Pferd. Er wurde schwer verletzt an der belgisch-französischen Grenze und starb am 24. Mai 1940. Seine Beerdigung in Potsdam gerät zur Sympathiekundgebung für die Hohenzollern.
50.000 säumen den Weg durch den Park von Sanssouci. Die größte spontane Massenkundgebung im Dritten Reich, die nicht von den Nazis organisiert wurde. Hitler kriegte ein bisschen einen Schreck über diese enorme Begeisterung. Und dann erließ er den sogenannten geheimen Prinzenerlass. Und der besagte, dass Mitglieder der ehemalig regierenden Häuser, vormals regierenden Häuser, nicht mehr an die Front durften, beziehungsweise mussten. Und also meine Rede ist immer, dass eigentlich durch diesen Tod meines Vaters seine Standesgenossen davor bewahrt worden sind, dass sie nicht mehr an die Front durften. Eigentlich hat er sie gerettet. Der Tote findet seine letzte Ruhe im antiken Tempel in Potsdam. Hitler höhnt: Das Dritte Reich kann auf den Heldenmut fürstlicher Vaterlandsverteidiger verzichten. Doch die Hohenzollern nutzen ihre Popularität nicht. Nie beziehen sie öffentlich Stellung gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten. Für die Siegermächte ist Preußen ein Hort des Militarismus. Nach dem Krieg wird der Besitz der Hohenzollern im Osten beschlagnahmt. Ihr Heimatland Preußen aufgelöst. Das im Krieg beschädigte Berliner Stadtschloss, die alte Residenz, gesprengt. Die DDR-Regierung lässt Preußens Herrscher aus dem Stadtbild entfernen. In der Spandauer Zitadelle stehen noch heute die Figuren der sogenannten Siegesallee. Ein Geschenk des letzten Kaisers an Berlin. Für die DDR-Führung unter Walter Ulbricht das Horrorkabinett der Geschichte. Eine Ahnengalerie von Kriegstreibern und Reaktionären. SED-Funktionäre haben das verinnerlicht. Preußen war verboten. Man sprach nicht drüber, um nicht in den Geruch zu kommen, irgendwas wieder da neu zu beleben. Das hält sich aber nicht durch, weil Preußen ist überall, sie brauchen ja hier nur herumzufahren, dann sehen sie es. Unter DDR-Chef Erich Honecker dreht sich der Wind. Das Reiterstandbild Friedrichs des Großen kehrt 1980 auf seinen angestammten Platz unter den Linden zurück. Der Volksmund spottet: Lieber Friedrich, steig hernieder und regiere Preußen wieder. Preußen wird wieder rehabilitiert. Die preußischen Tugenden, die preußische Geschichte, die Geschichte der preußischen Reformen, sogar die Geschichte der preußischen Armee wird quasi für die DDR in Dienst gestellt. Man will die Deutsche Demokratische Republik als Nation herstellen, als Nation mit einer eigenen Geschichte. Und dazu meint man, sei Preußen unentbehrlich. Nur eines fehlt den Genossen in Ost-Berlin zum neuen Preußenglück. Der Chef des Hauses Hohenzollern hat es und hütet es wie seinen Augapfel. 1987 bekommt Prinz Louis Ferdinand Besuch aus dem Arbeiter- und Bauernstaat. Da kam eines Tages eine Abordnung der DDR, vertreten von Hans Benzin, dem ehemaligen Kulturminister der DDR, zu meinem Großvater. Der SED-Funktionär hat wenig Erfahrung im Umgang mit preußischen Prinzen. Ich habe ihn angeredet mit Hoheit. Seine Umgebung nannte ihn. Aber der Hofstaat, sagen wir mal so, kaiserliche und königliche Hoheit, das wollte mir nicht über die Lippen. Das Anliegen? In der Burgkapelle stehen die Särge von Friedrich dem Großen und seinem Vater, dem Soldatenkönig. Sie waren 1945 in den Westen evakuiert worden. Nur provisorisch, wie der Prinz beteuert. Mein Großvater hat das Versprechen gegeben, dass er eines Tages die Särge auch wieder in ihre märkische Heimat zurück überführen würde. Benzin hält den Tag für gekommen. Er hat die volle Rückendeckung des Genossen Honecker.
Doch Prinz Louis Ferdinand kommen Zweifel. Da hat er gesagt, als guter Preuße, da muss er mit seinem obersten Kriegsherrn sprechen, und das war Kohl. Bundeskanzler Kohl, und das Gespräch hat stattgefunden. Kohl war nicht dafür. Ich kann mir vorstellen, warum. Er wollte ihn mit Honecker bei dieser Zeremonie sozusagen nebeneinander vor den Königen stehen. Achtung! 2 Jahre später fällt die Mauer. Honecker ist Geschichte. Und der Weg frei für die Heimkehr der Könige, wie die Presse titelt. Die Sarkophage reisen im Gepäckteil eines historischen Sonderzugs, während im Salonwagen die Familie mitfährt. Mit an Bord auch Georg Friedrich, damals 15, und sein jüngerer Cousin Friedrich Wilhelm. Ich glaube, dass es meinem Großvater wirklich sehr zu Herzen ging. Also das war für ihn, glaube ich, nochmal das Symbol, dass die Mauer gefallen ist, dass seine Heimatstadt wieder frei ist und dass er jetzt eben diesen Willen seines großen Vorfahrens nach 205 Jahren vollziehen kann. Die feierliche Rückführung der Särge nach Potsdam löst nicht nur Applaus aus. Kritiker fürchten, das wiedervereinigte Deutschland suche sich die falschen Vorbilder. Viele haben in diesen symbolischen Handlungen eigentlich ungesunde Rückkehr zu einer bösen Vergangenheit gesehen. Ich sehe das nicht so, sondern was geschieht, ist, glaube ich, ein zwangsloserer Umgang mit der Geschichte der Deutschen, mit ihrer Geschichte und auch mit der preußischen Geschichte. Nur beim Schein einer Laterne, ohne Pomp und Prunk, nicht der Neugier des Volkes zur Schau gestellt. So hatte Friedrich II. Auf Schloss Sanssouci beerdigt werden wollen, an der Seite seiner geliebten Hunde. Wäre die Zeremonie so in seinem Sinne gewesen? Es war ein familiärer Moment, ja, auch wenn sich das komisch anhört, dass da weil auch Kameras drauf gerichtet waren, aber es war etwas Intimes. Auch Kanzler Kohl ist dabei, als Privatmann. Ein historischer Schlussstrich? Ich denke, dass Preußen unser aller Herkunft ist. Es ist unsere Vergangenheit, und dadurch, dass es Vergangenheit ist, ist es auch nicht auslöschbar, sondern wir müssen damit umgehen. Wir können es vielleicht vergessen oder verdrängen, aber es wird immer da bleiben. Die Besonderheit nur bei mir ist, dass Preußen eben auch noch Familie ist. Und ja, wir als Familie sind nach wie vor durchaus lebendig und sehen uns eben auch als ein Teil des preußischen Erbes. Die einstige Herrscherfamilie hat längst ihren Frieden mit der Republik gemacht. Die Prinzen und Prinzessinnen sind Bürger unter Bürgern geworden, Gleiche unter Gleichen. Vielleicht nur ein klein wenig anders als andere.